Als im Januar der Trailer für Bad Batch Staffel 3 erschienen ist, war die Aufregung groß. Und das zu Recht. Der große Reveal, den es ja mittlerweile in den meisten Trailern geben muss, war die Rückkehr von Asajj Ventress. Für manche Fans war das gar kein Problem. Sie fanden sie in Clone Wars schon ziemlich cool und jetzt sah sie sogar noch interessanter aus. Die neue Frisur und insbesondere das gelbe Lichtschwert deuteten an, dass sie sich wie auch zum Beispiel Fanfavorit aus der Ahsoka-Serie Baelin Skoll zwischen den Seiten bewegt und ihre eigenen Ziele verfolgt. Ziemlich cool das alles. Wenn es da nicht das kleine Problem namens Star Wars Schülerin der dunklen Seite gäbe. Viele von euch wissen es schon, deswegen halten wir die Erklärung sehr knapp. Und nur als kurzer Hinweis, der Dima und ich sind heute beide ein bisschen verschnupft, falls wir also nicht ganz so klingen wie sonst, liegt das wahrscheinlich daran. Aber egal, zurück zum Buch. Die Geschichte des Buches hätten wir eigentlich in Staffel 7 und 8 von Star Wars The Clone Wars zu sehen bekommen, aber das lief dann doch nicht so wie geplant und die Story wurde gestrichen. Was schade ist, denn wir sind wie viele Fans der Meinung, dass es zum Beispiel diesen Ahsoka-Arc in Staffel 7 nicht zwingend gebraucht hätte. Naja, egal, dafür ist ein sehr schönes Buch dabei entstanden, in dem die Geschichte von Asajj Ventress zu Ende erzählt wird. Falls ihr es selbst lesen wollt, haben wir es euch unten verlinkt. Um es ganz kurz zusammenzufassen, wir befinden uns im letzten Drittel der Klonkriege. Und Count Dooku begeht einen Genozid, der so schlimm ist, dass sogar die Jedi sagen, keinen Bock mehr auf den Typen, lass den mal umbringen. Dafür entsenden sie Qui-Lan Voss. Und der soll sich mit Asajj Ventress zusammentun. Die hat ja mehr als genug Gründe, ihren früheren Meister zu töten. Sie hat es ja auch schon ein paar Mal versucht. Die beiden verlieben sich dann irgendwann, Qui-Lan selbst verfällt kurzzeitig der dunklen Seite und Ventress macht eine Entwicklung durch. Das hat man ja auch in Bad Batch gemerkt, dass sie nicht mehr ganz die gleiche ist. Und ja, am Ende des Buches opfert sie sich, um Qui-Lan das Leben zu retten. Ja, sie stirbt in diesem Buch. Und das spielt vor den Geschehnissen von Bad Batch Staffel 3. Und das klingt nicht nur so, sondern ist natürlich auch ein fetter Retcon. Mal wieder. Und dafür, dass niemand Retcons mag, macht sie Dave Filoni viel zu oft. Weswegen auch Asajj Auftreten im Bad Batch Trailer bei manchen zwar für Vorfreude, bei vielen aber auch für Augenverdrehen gesorgt hat. Dessen war sich Disney auch bewusst. Weswegen sie im Vorfeld schon das Statement abgegeben haben, dass es hier kein Retcon im klassischen Sinne sein wird und dass die Geschehnisse von Bad Batch Staffel 3 mit den Geschehnissen des Buches übereinstimmen werden. Was im Klartext bedeutet: Wir haben hier noch einen Charakter, der von den Toten zurückkehrt. Nicht weil es von Anfang an geplant war, sondern weil man sich im Nachhinein dazu entschieden hat. Aber egal, man sollte allem eine Chance geben und deswegen hieß es erstmal abwarten und schauen, wie sie es erklären werden. Und in Folge 9 war es dann soweit. Ventress fungiert hier als Botin von Fennec Shand, um Informationen zu überbringen und um Omegas mögliches Machtpotenzial zu testen. Und ja, das war's auch eigentlich schon. Es war schön, sie zu sehen. Ihre Kampfszenen zählen zu den besten in einer Star Wars Animationsserie und ihr Erscheinungsbild passt auch zu ihrer Entwicklung im Buch. Aber, um es auf den Punkt zu bringen, absolut gar nichts wurde erklärt. Dass die Handlung des Buches, in der sie stirbt, berücksichtigt wird, bleibt bisher nur eine Behauptung. Denn das Problem ist, am Ende der Folge verabschiedet sie sich, steigt in ihr Schiff und ist weg. Und natürlich könnte sie noch in den verbleibenden 5 Folgen auftauchen, aber irgendwie bezweifeln wir das. Ihre einzigen Szenen im Trailer sind alle aus Folge 9. Und zumindest zum jetzigen Stand bewegt sich die Story in eine Richtung, wo man Ventress vorerst nicht braucht. Und jetzt fragt man sich, war's das schon? Dafür hat man sie zurückgebracht, damit man einen coolen Reveal im Trailer hat, nicht erklärt, wieso sie noch lebt, sie für eine Folge da ist und dann wieder verschwindet. So viel dazu, dass die Handlung von Schülerin der dunklen Seite berücksichtigt wird. Unsere Meinung dazu kommt am Ende, aber vorher müsst ihr noch wissen, dass es nicht ganz so schlimm ist. Sagen wir mal, Ventress kommt tatsächlich in Bad Batch gar nicht mehr vor, was sogar bei dem Zitat, das gleich kommt, relativ wahrscheinlich ist. Demzufolge soll ihr Überleben nämlich nicht in Bad Batch erklärt werden, sondern in einem anderen Medium. Denn wie gesagt, Lucasfilm weiß ganz genau, dass sie hier auf ganz dünnem Eis stehen und die Fans keinen Bock auf mehr Retcons haben. Deswegen machen sie auf StarWars.com ziemlich deutlich, dass sie das nicht einfach so stehen lassen werden. Jennifer Corbett, die The Bad Batch mitproduziert und geschrieben hat, hatte Folgendes zu sagen. Wir hatten mehrere Diskussionen über das Buch und wie Ventress' Geschichte fortgesetzt werden könnte. Wie sie überlebt hat, wird in zukünftigen Inhalten enthüllt werden, aber für diese Geschichte waren wir begeistert, sie einzubauen und ihre Verbindung zu Omega zu erforschen. Also, wie wir eben gesagt haben, das Geheimnis um Ventress' Überleben wird wohl nicht in Bad Batch gelüftet werden. Das bedeutet, sogar falls sie in den übrigen Folgen doch noch vorkommen sollte, erfahren wir es darin trotzdem nicht. Aber erfahren werden wir es. Wir wissen nur noch nicht, wann und in welchem Medium. Ob wir es in einem weiteren Buch erfahren werden, in einem Comic oder vielleicht in einer Tales of the Jedi-mäßigen Serie. Trotzdem war ihr Tod im Buch relativ endgültig. Sie wird von Dokus Machtblitzen ganz klar und eindeutig getötet.
Quinlan bringt dann ihre Leiche zurück nach Dathomir, wo sie in den Gewässern ihres Dorfes beigelegt wird. Allerdings, und darauf werden sich die Autoren jetzt auch berufen, fängt das Wasser danach an, grün zu leuchten und es bildet sich der charakteristische Nachtschwesternnebel. Mit grünem Nachtschwesternnebel kann man als Autor theoretisch immer, wenn man es gerade braucht, jemanden zurückbringen. Ist das ein billiger Trick? Ja. Werden sie es wahrscheinlich trotzdem machen? Ja. Und jetzt zu unserer Meinung. Diese lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Abwarten. Grundsätzlich sollte Disney in Zukunft einfach damit aufhören, immer mehr Leute von den Toten zurückzuholen. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Das raubt dem Tod so langsam aber sicher seine Endgültigkeit, was dann vielen gefährlichen Situationen die Spannung nimmt. Jemand, der stirbt, sollte grundsätzlich auch tot bleiben und nicht im Nachhinein zu Marketingzwecken instrumentalisiert werden, wie es hier zumindest bis jetzt der Fall zu sein scheint. Man benutzt hier offensichtlich Ventress im Trailer, um mehr Interesse für die Serie zu schaffen, was okay ist. Aber wenn sie dann nur in einer Folge vorkommt, in einer Funktion, die auch jede andere Figur hätte erfüllen können, fühlt es sich irgendwie nach Clickbait an. Und ja, wir als YouTuber dürfen da eigentlich gar nichts sagen, aber trotzdem, man wird nicht gern von einem Trailer geklickbaitet. Falls Ventress' Rückkehr also weiterhin nur diesem einen Zweck dient und sie in zukünftigen Geschichten keinen guten Grund hat, dabei zu sein, dann würden wir das stark kritisieren. Allerdings weiß man nie, was kommt. Darth Mauls Rückkehr war auf den ersten Blick auch ziemlich unnötig, aber er hatte danach tatsächlich noch eine interessante und erzählenswerte Geschichte. Und genau davon machen wir es abhängig. Es wurde ja jetzt schon mehrmals angeteasert, dass Ventress' Geschichte weitergehen wird. Und das ist grundsätzlich erstmal nice. Sie hat das Potenzial, zu einem sehr interessanten Charakter zu werden. Bei ihrer Vergangenheit kann man sogar ziemlich gut eine Parallele zu Darth Maul ziehen. Wenn die kommenden Geschichten mit ihr also gut werden, dann war es das absolut wert. Bei Maul war es das ja auch. Wenn es jetzt allerdings nur eine halb hingerotzte Geschichte gibt, in der ihre Wiederkehr erklärt wird und sich das Ganze danach mehr oder weniger im Sand verliert, dann wäre das nicht nur schade, sondern auch frech. Und dann sollte sich die Lucasfilm Story Group mal große Gedanken machen, ob das wirklich der Standard ist, dem sie entsprechen wollen. Aber wie meistens sind wir hier vorsichtig zuversichtlich. Dave Filoni hat schon oft bewiesen, dass er durchaus gute Geschichten erzählen kann. In der letzten Zeit war es aber ein bisschen Hit or Miss. Zu diesem Zeitpunkt bleibt also abzuwarten, ob sich Ventress' Rückkehr gelohnt hat. Aber um nochmal den Zweck dieses Videos zu verdeutlichen. Falls ihr dachtet, dass es das jetzt schon war mit Ventress' Geschichte, können wir euch beruhigen. Es wird mit ihr irgendwie weitergehen. Ob das Ganze auch gut wird, das ist eine andere Frage. Aber jetzt ist es eigentlich zu früh, sich ein Urteil zu bilden. Schreibt trotzdem mal in die Kommentare, was ihr von der Sache haltet. Wir bleiben jedenfalls sehr gespannt auf morgen. Bisher war Bad Batch Staffel 3 ja ziemlich gut. Und falls euch noch ein ausführliches Video interessiert, in dem wir alle verbotenen Lichtschwertkampfformen erklären, dann könnt ihr euch dieses Video als nächstes anschauen. Denn es gibt tatsächlich mehr als zwei. Mehr dazu, wie gesagt, im Video. Josh und Dima out. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt.